Wir wollen das Sieb des Eratosthenes verwenden und damit alle Primzahlen, die kleiner gleich 30 sind, finden. Dazu schreiben wir die Zahlen von 1 bis 30 auf. Wir streichen alle Zahlen durch, die keine Primzahlen sind, und kreisen alle Primzahlen ein. 1 streichen wir durch, denn es ist keine Primzahl. 1 hat nämlich nur einen Teiler und nicht, wie es bei Primzahlen ist, genau 2 verschiedene Teiler. Die Zahl 2 ist eine Primzahl. Sie hat 1 und 2 als Teiler. Sie hat also genau 2 verschiedene Teiler. Wir können nun alle Vielfachen von 2 durchstreichen. Warum sind das sicher keine Primzahlen? Alle Vielfachen von 2 haben auch 2 als Teiler und damit mehr als nur 2 verschiedene Teiler. Wir schauen nun zu 3. 3 hat 1 und 3 als Teiler, also genau 2 verschiedene Teiler, ist damit eine Primzahl. Alle Vielfachen von 3 hätten wieder zusätzlich 3 als Teiler, wir streichen sie durch. 6 ist bereits durchgestrichen, ebenso 12, 18, 24 und 30 war auch schon durchgestrichen. Die nächstkleinste Zahl ist 5. 5 hat 1 und 5 als Teiler. Alle Vielfachen von 5 hätten wieder mehrere Teiler, wir streichen sie durch. 7 ist ebenfalls nur durch 1 und 7 teilbar, deswegen noch nicht durchgestrichen. Wir kreisen es ein, 7 ist eine Primzahl. Die Vielfachen von 7 sind bereits durchgestrichen. Nun bleiben uns nur noch Primzahlen übrig. Denn die Vielfachen von 11 sind durchgestrichen, von 13 und ab 17 sind die Vielfachen gar nicht mehr in diesem zu sehen. Wir haben nun alle Primzahlen eingekreist und wir sehen, die Primzahlen bis 30 sind 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 und 29.